Schauen wir schon mal auf Für den die nächsten Fraktion Linke, Tagesordnungspunkt. Da SPD, geht es um das Grüne, Kurzarbeitergeld. Zivilgesellschaften, Die FDP, wer ist Linksfraktion denn und die Grünen-Fraktion haben wiederum die jeweils einen AfD Antrag damit, dazu ist dieser eingereicht, in Überweisungsvorschlag dem mit sie der großen Mehrheit des fordern, dass Hauses das Kurzarbeitergeld angenommen? erhöht Wir wird, kommen zu jeweils mit anderen Tagesordnungspunkt 4 Schwerpunkten. sowie Und Zusatzpunkt zum 3, Beispiel fordert die Beratung des Linke auch, Antrags der dass Fraktion Die Menschen, die Linke in mit dem Titel Kurzarbeit gehen, ein Kurzarbeitergeld Recht erhöhen, auf Kosten der Krise Qualifizierung und nicht Weiterbildung einseitig haben, Beschäftigten beziehungsweise zumuten, sowie dass Beratung des Antrags der der Fraktion Betriebs- und Bündnis 90 Die Grünen mit dem Personalräte da Titel ein Kurzarbeitergeld Mitbestimmungsrecht plus auch haben. einführen. Denn Für die Aussprache ist Kurzarbeitergeld eine ist Dauer von 30 momentan Minuten sehr wichtig. beschlossen. Mehr als Ich eröffne die Aussprache. 700.000 Unternehmen Das Wort haben bislang hat Kurzarbeitergeld als beantragt erste wegen für der die Fraktion Die Linke Corona-Pandemie. die Das Kollegin heißt, Susanne jedes Ferch. dritte Unternehmen, das dazu berechtigt ist. Erste Rednerin in dieser Debatte ist Susanne Ferschel von der Linksfraktion. Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, das Kurzarbeitergeld ist viel zu niedrig. Beschäftigte sind in ihrer Existenz bedroht. Deswegen muss es dringend auf 90% des vorherigen Nettoeinkommens aufgestockt werden. Und Beschäftigte, die zum Mindestlohn arbeiten, sollen 100% erhalten. Man muss sich die Situation mal vor Augen führen. Ich nehme mal als Beispiel eine Angestellte in einem Hotel im Servicebereich. Die hat ein Vollzeit-Nettoeinkommen von 1.300 Euro. Das ist wirklich nicht viel. Branchen wie die Gastronomie sind jetzt doppelt davon betroffen, dass die Tarifbindung so schlecht ist. Einmal, weil die Löhne so niedrig sind, und zum anderen, weil es keine tarifvertraglichen Vereinbarungen zur Erhöhung des Kurzarbeitergeldes gibt. Die Kollegin bekommt bei Kurzarbeit null aktuell 780 Euro. 780 Euro. Wie soll sie davon die Miete bezahlen, die Rechnungen und die laufenden Kosten? Das ist unmöglich, weil diese Kosten sinken nämlich nicht um 40%. Millionen Beschäftigte werden mit 60 bzw. 67% ihres Nettoeinkommens abgespeist und zum Teil in Armut geschickt. Und im Gegenzug dazu bekommen Arbeitgeber 100% der Sozialversicherungsbeiträge erstattet. Diese Erstattung kostet die Bundesagentur für Arbeit monatlich mehrere hundert Millionen Euro. Und das ist auch das Geld der Beschäftigten. Und deswegen steht ihnen auch eine Erhöhung des Kurzarbeitergeldes zu. Es kann nicht sein, dass einseitig nur die Arbeitgeber profitieren. Wir erleben die gleichen Mechanismen wie in der Finanzkrise. Konzerne schicken ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit, flüchten sich unter staatliche Rettungsschirme, und Beschäftigte wissen nicht, wie sie über die Runden kommen sollen. Konzerne wie BASF, BMW und VW wollen Milliarden an Dividenden ausschütten, während sie von der Allgemeinheit Solidarität abverlangen. Und wenn Unternehmen so etwas machen, dann muss die Politik klare Worte finden, nämlich so nicht. Dann sind diese Unternehmen dazu zu verpflichten, die Kassen der Arbeitslosenversicherung und die Rücklagen, aus denen das alles finanziert wird, wieder aufzufüllen. In dieser Krise muss doch wohl wirklich der Letzte kapiert haben, wie wichtig gut ausgestattete Sozialversicherungssysteme sind und dass es sinnvoller ist, gute Rücklagen zu haben, anstatt Geschenke zu verteilen. Wenn es nach der FDP gegangen wäre, wäre die Kasse wahrscheinlich schon fast leer. Und selbst die Bundesregierung hat sich allein in dieser Legislatur zweimal an der Arbeitslosenversicherung vergriffen und die Beiträge gesenkt. Und jetzt jammert die Union rum und sagt, eine Aufstockung wäre nicht zu bezahlen, und blockiert den Arbeitsminister bei seinem richtigen Ansinnen, das Kurzarbeitergeld zumindest auf 80% zu erhöhen. Die gleiche Union, deren Vorsitzende für zig Milliarden Euro Kampfjets in den USA ordern will, die keiner braucht. Sie merken hoffentlich selber, wie irre das ist. Meine Damen und Herren von der Union, geben Sie endlich die Blockadehaltung auf. Heute Abend im Koalitionsausschuss haben Sie die Chance dazu. Ansonsten sind Sie dafür verantwortlich, dass die Kolleginnen und Kollegen im Regen stehen. Deutschland hat den größten Niedriglohnsektor in Europa, und der ist politisch verursacht. Umso dringender besteht Handlungsbedarf beim Kurzarbeitergeld. Irland, Österreich, Frankreich, die skandinavischen Länder, sie alle haben bessere Regelungen als wir. Ein Armutszeugnis für Deutschland. Liebe Bundesregierung, erhöhen Sie das Kurzarbeitergeld. Lassen Sie den Beschäftigten in diesem Land endlich das gleiche Maß an Solidarität zukommen, wie Sie es den Arbeitgebern auch tun. Vielen Dank.
Susanne Ferschel von der Linksfraktion hat hier die Debatte eröffnet. Nächster Redner ist Matthias Zimmer. Er sitzt für die CDU-CSU im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die beiden Anträge, die wir jetzt beraten, haben so zum Hintergrund, dass man das Kurzarbeitergeld erhöht. Und im Augenblick ist gleichzeitig ein Koalitionsausschuss, der sich mit dieser Frage dann beschäftigt. Das hat zur Folge, dass der Redner, der hier vorne am Rednerpult steht, vielleicht den dringenden Rat befolgen sollte, angesichts der Dynamik und der Rationalität von Koalitionsverhandlungen nicht allzu viele Ausrufezeichen zu machen, weil er dann am Ende vielleicht mit den Ausrufezeichen alleine dasteht, und das sieht ziemlich dämlich aus. Deswegen, meine Damen und Herren, will ich, na, dass das ausgerechnet von der Seite der Beifall kommt, das wundert mich jetzt schon, denn ich bin ja noch gar nicht fertig mit meiner Rede, es kommt ja noch was. Ich will Ihnen drei Argumente nennen, die sozusagen ordnungspolitisch gegen eine Erhöhung des Kurzarbeitergeldes sprechen. Das erste Argument lautet: Es gibt einen inneren Zusammenhang zwischen dem Kurzarbeitergeld und der Höhe des Arbeitslosengeldes. Und es wäre ja fragwürdig, wenn das Kurzarbeitergeld deutlich höher wäre als das Arbeitslosengeld, zumal die Arbeitslosen, anders als die Kurzarbeiter, ja keine unmittelbare Rückkehroption auf ihre Arbeitsplätze haben. Die wären dann also doppelt bestraft, und das wäre unter Fairnessgründen nicht akzeptabel. Wir wollen das Äquivalenzprinzip hier nicht ohne Not aufheben. Wir würden nämlich im Rahmen der Arbeitslosenversicherung eine Zweiklassengesellschaft schaffen, und das wollen wir nicht. Zweitens, viele Firmen stocken aus guten Gründen das Kurzarbeitergeld aus eigenen Mitteln auf. Das ist nachvollziehbar, es ist richtig. Sie wollen ihre guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht verlieren. Wenn wir nun das Kurzarbeitergeld aufstocken, entlassen wir die Unternehmen aus ihrer Verantwortung. Das kann man machen, das wollen wir aber nicht. Ein drittes Argument. Nicht jeder ist voll in der Kurzarbeit, also Kurzarbeit 100%, sondern viele nur zum Teil. Und das schafft erneut Ungleichheiten. Ein Beispiel: Jemand, der vorher 2.000 Euro netto verdient hat, ist ledig und nun in voller Kurzarbeit, erhält 60%, 1.200 Euro netto. Ist er hingegen zu 50% in Kurzarbeit, erhält er 1.000 Euro von seinem Arbeitgeber und 500 Euro Kurzarbeitergeld, also 600 Euro Kurzarbeitergeld, also 1.600 Euro. Erhöhen wir das Kurzarbeitergeld nun auf 80%, dann sieht die Rechnung wie folgt aus. Volle Kurzarbeit nun 1.600 Euro, 50% Kurzarbeit 1.800 Euro. Es verringert sich also der Nettolohnabstand zwischen denjenigen, die durchgehend zu Hause bleiben, weil sie auf Kurzarbeit 100 gesetzt sind, und denjenigen, die noch zu 50% arbeiten gehen. Das setzt einen Anreiz, lieber gleich in die volle Kurzarbeit zu gehen, weil sich Arbeit im Vergleich zu Kurzarbeit, zu Nichtarbeit nicht lohnt. Das ist aus meiner Sicht kein kluger Gedanke, und ich finde, deswegen wollen wir das auch nicht machen. Meine Damen und Herren, das waren drei ordnungspolitische Argumente gegen das Ansinnen der beiden Anträge. Es waren keine Ausrufezeichen, es waren mehr Fragezeichen in diesem Fall, und ich hoffe, dass diese Fragezeichen aus dem Plenum des Deutschen Bundestages kraftvoll widerhallen ins Kanzleramt und den Koalitionsausschuss zu klugen Entscheidungen beflügeln möge. Herzlichen Dank. Wünscht sich Matthias Zimmer von der Unionsfraktion. Vielen Dank. Nächster Redner ist für die Fraktion der AfD der Kollege Jörg Schneider. Und Jörg Schneider sitzt für die AfD-Fraktion im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich war als Mitglied der Leitung eines kleinen Softwareunternehmens Anfang der 2000er Jahre selbst in der Situation. Wir waren in einer wirtschaftlich schwierigen Situation in unserem Unternehmen. Wir haben damals Kurzarbeit gemacht, haben damit diese Krise überstanden. Das Unternehmen existiert heute noch. Viele der Mitarbeiter sind dort auch immer noch beschäftigt, und seitdem bin ich ganz klar davon überzeugt, Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld ist ein ganz wichtiges Element unserer sozialen Marktwirtschaft.
Und gleichzeitig müssen wir aber auch sehen, wir belasten unsere Arbeitnehmer mit den weltweit höchsten Steuern und Sozialabgaben. Nur wenn es darum geht, mal Leistungen zu bekommen, dann sind wir ganz ziemlich schnell am unteren Ende dieser Liste. Insofern kann ich es nachvollziehen und halte ich es für sinnvoll, dass gerade in einer Situation, wo so viele Menschen davon betroffen sind, mal darüber nachgedacht wird, doch dort zu unseren europäischen Partnern in gewisser Weise Anschluss zu finden. Der Antrag der Grünen geht in diese Richtung. Er ist noch nicht genau ausformuliert, aber wenn ich es richtig verstanden habe, dann möchten Sie, dass wir eine Staffelung einführen. Derjenige, der ungefähr den Durchschnittslohn verdient, für den würde sich nichts ändern. Für denjenigen, der auf Mindestlohnbasis arbeitet, der würde im Falle der Kurzarbeit ungefähr 90% bekommen. Das ist eine Staffelregelung, die sich ungefähr am österreichischen Modell orientiert. Und das ist sinnvoll, denn es verhindert, dass derjenige, der als Mindestlöhner in die Kurzarbeit rutscht, danach noch extra irgendwelche sozialen Leistungen beantragen muss. Der Antrag der Linken geht weit darüber hinaus. Und ich bin über einen Punkt besonders gestolpert. Sie möchten zukünftig das Kurzarbeitergeld bei Verheirateten auf Basis der Steuerklasse 4 berechnen. Konkret bedeutet das, wenn dort jemand einen gut verdienenden Ehepartner hat und er wird nun, war bisher in Steuerklasse 5, jetzt wird sein Kurzarbeitergeld berechnet, dann kann das dazu führen, dass er mehr Kurzarbeitergeld bekommt, als er vorher netto verdient hat. Ich hatte bisher eigentlich immer Ihre Einstellung so verstanden, dass Sie dem Ehegattensplitting eher streng, eher etwas distanziert gegenüberstehen, kritisch gegenüberstehen. Und deswegen wundert es mich, dass Sie jetzt gerade in dieser Situation so viel Solidarität ausgerechnet für die entwickeln, die heute schon vom Ehegattensplitting profitieren. Aber bitte. Eine weitere Forderung von Ihnen, 90% Kurzarbeitergeld. Ich denke, wir müssen da einfach ein bisschen vorsichtig sein. Die Reserven der Bundesagentur sind begrenzt. Desto höher wir diese Leistung gestalten, desto eher schmelzen die dahin. Und dann laufen wir unter Umständen Gefahr, Beitragserhöhungen durchsetzen zu müssen. Ich gehe davon aus, dass unsere innovativen Unternehmen diese Corona-Krise gut überstehen werden. Aber Beitragssatzerhöhung, damit eine Erhöhung der Lohnnebenkosten, ist mit Sicherheit keine gute Rahmenbedingung, die wir in einer solchen Situation setzen können. Wir von der AfD möchten gerne eher die Selbsthilfe stärken. Wir möchten, dass jeder, der in dieser Situation einen Minijob aufnimmt, auch tatsächlich dieses Geld vollständig behalten darf. Die Regelungen sind da im Moment etwas unübersichtlich. Teilweise wird das, was man als Minijob bekommt, mit seinen Einkünften, mit seinem Kurzarbeitergeld verrechnet wird. Teilweise geschieht das nicht. Wir möchten, dass jeder, der in dieser Situation sagt, ich habe jetzt Zeit, ich möchte selber mir helfen, ich suche mir einen 450-Euro-Job, dass er diesen Betrag auch vollständig behalten darf. Ich denke mir, damit liegen einfach eine Menge Vorschläge auf dem Tisch. Und insofern freue ich mich auf die Diskussion im Ausschuss. Ich danke Ihnen. Bleiben Sie gesund. Jörg Schneider von der AfD war das. Nächste Rednerin. Auch die Koalition ist nicht ganz uneinig, wie man mit dem Kurzarbeitergeld umgehen soll. Die CDU hat hier ja schon ihre Ablehnung signalisiert. Wir werden jetzt sehen, was Kerstin Tack dazu sagt, die Sprecherin für Arbeit und Soziales. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir wissen, dass wir uns in der größten Herausforderung der Menschheit vermutlich befinden und wir diese Situation noch lange, lange nicht überwunden, wenn überhaupt irgendwann überwinden werden. Wir haben aber hier im Deutschen Bundestag und ich glaube sehr, sehr gut als allererstes einen Rettungsschirm für Arbeitsplätze beschlossen. Als allererstes war es der Rettungsschirm für die Arbeitsplätze. Ende März hier in diesem Hohen Hause und zwar einstimmig durch die Unterstützung des kompletten Parlaments, und zwar in der Höhe 60 bzw. 67%. Das haben wir einstimmig gemacht, und das war auch richtig, weil wir auch in der Krise 2008, 2009 damit eingestiegen sind, dass wir im Nachhinein noch mal erhöht und aufgestockt haben. Deshalb ist die Debatte zum jetzigen Zeitpunkt auch richtig, weil wir alle wissen, was es für Familien, was es für den Einzelnen heißt, in dieser Situation auf mehr als
20-30% seines Einkommens zu verzichten. Wir alle können uns vorstellen, was das bedeutet. Und es trifft nicht nur die unteren Lohngruppen. Es trifft genauso die Frage der Schichtzulagen und anderes. Es trifft die Facharbeitenden ganz genauso wie die mit den niedrigen Löhnen. Und wer stockt heute auf? In der Regel sind die aufstockenden Betriebe die tarifgebundenen Betriebe. Was heißt das also? Tarifgebundene Beschäftigte profitieren dreifach. Das ist gut so. Erstens profitieren sie, weil sie in guten Zeiten bessere Löhne als andere in ihrer Branche bekommen durch die Tarifbindung. Zweitens profitieren sie davon, dass sie durch ihre höheren Löhne auch im Kurzarbeitergeld ein deutlich höheres Kurzarbeitergeld bekommen. Und drittens profitieren sie davon, dass sie sich tarifgebunden in der Regel in Betrieben befinden, die auch noch aufstocken. Was lernen wir daraus? Tarifbindung ist das A und O für eine gute soziale Partnerschaft. Und deshalb ist Tarifbindung eines der zentralen Elemente, für die es sich jeden Tag aufs Neue deutlich zu kämpfen lohnt. Aber, und auch das ist richtig, die, die heute sagen, eine Erhöhung des Kurzarbeitergeldes, das brauchen wir doch nicht, sind doch genau diejenigen, die in 4 Wochen zu uns kommen werden und rufen werden, wir brauchen dringend Konjunkturprogramme der Wirtschaft. Ja, aber meine lieben Kolleginnen und Kollegen, was ist denn Kaufkraft in diesem Land? Und ist nicht gerade deshalb auch die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes auch für die Wirtschaft zentral? Denn genau das, was wir erleben werden, nämlich dass sie Schwierigkeiten haben, ihre Produkte auch am Markt an den Mann und an die Frau zu bringen, bedeutet doch, dass wir Beschäftigte brauchen, die auch in der Lage sind, zu konsumieren. Und deshalb ist es ein Teil gelingender Konjunkturpolitik. Auch deshalb ist es eine Win-Win-Situation. Auch deshalb sind wir für eine deutliche Anhebung des Kurzarbeitergeldes. Und wir hoffen sehr darauf, dass wir genau das jetzt in wenigen Minuten auch durch den schon erwähnten Koalitionsausschuss noch mal bestätigt bekommen. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir in einer Zeit leben, wo wir nicht nur für die Wirtschaft einen Rettungsschirm nach dem anderen machen und bei Bedarf erneuern und erweitern. Jetzt ist die Zeit, auch an die Beschäftigten zu denken. Auch sie müssen in ihrem Schutzschirm besser gestellt und erweitert werden. Herzlichen Dank. Kerstin Tack hat es angekündigt, da gibt es noch einigen Diskussionsbedarf in der Großen Koalition. Jetzt Johannes Vogel von der FDP-Fraktion, Arbeitsmarkt- und rentenpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, danke an die Kolleginnen der Opposition, dass wir heute die Möglichkeit haben, über Kurzarbeitergeld zu diskutieren. Sie werdet mir verzeihen, dass ich trotzdem in erster Linie zur Koalition rede, die ja über dieses Thema diesen Stunden auch gerade verhandelt. Und in der Tat, die Kurzarbeitergeld ist eine erfolgreiche und zentrale Krisenmaßnahme, die wir übrigens, und darüber war ich sehr dankbar, einstimmig hier im Deutschen Bundestag verabschiedet haben. Und nur deshalb war das Schnellverfahren auch möglich, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition. Und den Kolleginnen und Kollegen von den Linken möchte ich sagen, also uns zu unterstellen, wir wären nicht der Meinung gewesen, dass es richtig ist, eine Rücklage für das Kurzarbeitergeld aufzubauen. Das ist nun wirklich Quatsch. Im Gegenteil, wir mussten doch die Rücklage gegenüber Ihren Begehrlichkeiten in den letzten Jahren überhaupt erst verteidigen, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, die sich immer neue Ideen ausdenken wollten. Ich möchte aber auch klar sagen, gerade weil das Kurzarbeitergeld so eine erfolgreiche Maßnahme ist, glaube ich, ist ernsthaft klug, die Folgen zu bedenken, wenn man jetzt in der Krise Anpassung vornimmt. Und ich sage ganz deutlich, ich glaube, es ist richtig, darüber zu reden, dort etwas zu tun, wo 100% Kurzarbeit und niedrige Löhne zusammenkommen. Denn in der Tat können da Menschen in sehr schwieriger Lage sein. Und ich glaube, das geht uns alle an, liebe Kolleginnen und Kollegen. Genauso richtig ist aber auch, dass zu einer seriösen Debatte in der Tat gehört, dass das ganze Thema nicht so einfach ist. Denn es gibt zahlreiche Unternehmen per Tarifvertrag und auch nicht per Tarifvertrag, die bereits aktiv sind und Kurzarbeitergeld aufstocken. Es gibt zahlreiche Branchen, wo wir eben nicht 100% Kurzarbeit haben und deshalb gerade Einkommen von 80-90%. Und da jetzt mit der Gießkanne, mit einer pauschalen Erhöhung aus Beitragsmitteln für alle Kurzarbeiter
eine Erhöhung vorzunehmen, ja, das kann natürlich dazu führen, dass am Ende Folgendes passiert. Erstens, es werden nur die Kosten der Unternehmen übernommen, die das überhaupt ohnehin aufstocken. Die Beschäftigten haben gar nichts mehr davon. In künftigen Krisen wird aber kein Tarifpartner und kein Unternehmen mehr eine Aufstockung vornehmen. Und gleichzeitig schmilzt die Rücklage der Bundesagentur für Arbeit in dieser Krise wie Schnee in der Sonne. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dann hätten wir dem Instrument der Kurzarbeit einen Bärendienst erwiesen. Und das darf man auch nicht tun. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Ernst? Natürlich gerne. Klaus Ernst von der Linksfraktion stellt eine Zwischenfrage. Herr Präsident, Herr Vogel, danke, dass Sie die Frage zulassen. Das Erste ist zur Frage der Beiträge und zu dem, dass die Linke Anträge gestellt hätte, die dazu geführt hätten, dass die Kassen leer sind. Ich glaube, die Kassen wären noch viel leerer, wenn Sie sich durchgesetzt hätten, nämlich dauernd Beitragssenkungen durchgesetzt hätten, Herr Vogel. Und da möchte ich einfach mal sagen, wenn Sie sich dann ja herstellen und sagen, wir würden das Geld verbrauchen, Sie hätten dafür gesorgt, dass gar keins da ist. Und das ist, glaube ich, viel schlimmer. Erster Punkt. Zweitens, wir haben gerade gehört, dass besonders tarifgebundene Betriebe 100% teilweise aufzahlen. Sind Sie mit mir der Auffassung, dass das gut ist? Und sind Sie mit mir der Auffassung, dass das daran liegt, dass wir starke Gewerkschaften brauchen? Sind Sie mit mir bereit, einen Aufruf zu unterschreiben, wo wir morgen die Beschäftigten auffordern, in die Gewerkschaft einzutreten? Wenn Sie das sind, sind wir einen Schritt weiter. Und die letzte Bemerkung, ist Ihnen eigentlich klar, Herr Vogel, dass wir momentan in einer besonderen Situation sind, die übrigens dazu führt, dass eine große Solidarität in diesem Lande zustande kommt, auch hier im Parlament. Alle waren mit einverstanden, dass wir die Unternehmen fördern. Übrigens nicht mal genau hingeschaut haben, wie das eigentlich wirkt, wenn man 9.000 oder 14.000 Euro beantragen kann und drei Tage später hat. Wir waren dafür. Warum eigentlich sind Sie, das waren übrigens alle Steuergelder, warum sind Sie ausgerechnet dann, wenn es um die Beiträge der Bundesanstalt für Arbeit geht, die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer gemeinsam eingezahlt haben, warum glauben Sie, da ist es sinnvoller, die Arbeitgeber besonders zu begünstigen, wenn wir die Sozialbeiträge bezahlen, aber nicht eine vernünftige Aufzahlung hinkriegen für die Beschäftigten? Diese Ungleichgewichtigkeit, die müssen Sie mir mal erläutern, Herr Vogel. Herr Präsident, ein bisschen Zeit werde ich brauchen, auf diese drei Bemerkungen, die am Ende mit einem Fragezeichen versehen wurden, einzugehen. Die Uhr steht. Also erst, lieber Kollege Ernst, erstens bitte auf der Höhe des Gegenstands hier miteinander debattieren. Ich habe als jemand, der übrigens bei der Bundesagentur für Arbeit Verantwortung getragen hat, sehr genau darauf geachtet, dass die Freien Demokraten Beitragssenkungen bei der Bundesagentur für Arbeit erst dann beantragt haben, und dann waren sie auch richtig, als eine ausreichende Krisenrücklage aufgebaut war. Während Sie, Herr lieber Kollege Ernst, gar nichts mit Ihren Anträgen der Linkspartei, gar nichts Dringenderes zu tun haben, als irgendwelche neuen Leistungen zu erfinden, die dafür sorgen würden, dass diese Rücklage ganz schnell weg ist. Zweitens, ich bin absolut der Meinung, dass es großartig ist, dass sowohl tarifgebundene Unternehmen wie nicht tarifgebundene Unternehmen übrigens auch jetzt in großer Zahl Kurzarbeit aufstocken, die sich leisten können, das in der Krise zu tun. Und ich bin sofort bereit, mit Ihnen gemeinsam einen Aufruf zu unterschreiben, dass ich sage, es ist großartig, dass wir die Koalitionsfreiheit im Grundgesetz haben. Es ist großartig, dass wir Tarifpartnerschaft haben. Und ich finde es, sage ich ganz offen, großartig, wenn sich Beschäftigte in Gewerkschaften organisieren. Und ich kann jeden nur aufrufen, zu überlegen, ob das für ihn das Richtige ist. Das sage ich ganz offen, lieber Kollege Ernst. Aber sich jetzt hier die Frage zu stellen, ob die Beitragsgelder, wie wir mit den Beitragsgeldern in dieser ja wirklich existenziellen Krise umgehen, da bitte ich doch ein bisschen Seriosität in die Debatte zu bringen. Und deshalb ist meine feste Überzeugung, das, was ich von der Bundesregierung erwarten würde, ist, dass wir jetzt erstmal konkrete Zahlen, Daten und Fakten vom Arbeitsministerium kriegen, in welcher, die haben wir nämlich noch gar nicht. Wir haben bisher nur die Voranzeigen. Und Sie, lieber Herr Kollege Ernst, sind ja auch Experte im Thema, werden wissen, das sagt nichts aus. Sondern wir brauchen doch erstmal klare Zahlen, Daten und Fakten. In welcher Branche haben wir Kurzarbeit? Mit welchem Umfang haben wir Kurzarbeit? Und dann können wir beurteilen, wo kommt das mit niedrigen Löhnen zusammen und zielgenaue Lösungen finden. Die müssten übrigens gar nicht aus Beitragsmitteln finanziert werden. Wir haben auch heute in vielen Branchen Situationen, wo Kurzarbeit aufgestockt wird durch zusätzliche Leistungen. Das lässt sich auch für den Staat aus Steuermitteln organisieren. Da brauchen wir ein bisschen Kreativität, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition. Eine letzte Bemerkung, aber auch noch an die Bundesregierung. Ich finde es ja richtig, dass die Koalition sich Gedanken macht,
Was ist jetzt mit Menschen, wo 100% Kurzarbeit und niedrige Löhne zusammenkommen? Und dahinter steht ja immer auch so ein bisschen die Aussage, ja, wir wollen die Menschen jetzt nicht in den Bereich des Existenzminimums kommen lassen, also zum Jobcenter schicken. Das habe ich in den letzten Tagen mehrfach gehört. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde die Frage sehr berechtigt und wir müssen gemeinsam darum ringen, wie wir das hinkriegen. Aber dieselbe Bundesregierung, die macht genau das bei einer anderen von dieser Krise massiv betroffenen Gruppe in unserem Land, nämlich Freelancern und Selbstständigen. Alle Bundesländer, egal wer dort regiert, alle Farben, gelb, schwarz, grün, rot, fordern die Bundesregierung einstimmig auf, endlich dafür zu sorgen, dass die Krisenhilfen für Selbstständigen auch ausgezahlt werden können, wenn es um die Entdeckung des eigenen Lebensunterhaltes geht. Und was sagt diese Bundesregierung? Da sollen die doch aufs Jobcenter gehen. Das ist nicht überzeugend, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition. Es gibt in diesem Land heute sehr viele Freelancer und Selbstständige, Coaches, Künstler, die haben keine Betriebskosten in Form von Miete, sondern deren Betriebskosten, das sind sie selbst. Aber durch politische Maßnahmen haben die derzeit null Aufträge. Und deshalb rufe ich Sie dringend auf, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Bundesregierung, Herr Minister Heil, Herr Minister Altmaier, Herr Minister Scholz, behandeln Sie Selbstständigen nicht länger als Erwerbstätige zweiter Klasse und passen Sie diese Regeln an. Vielen Dank. Johannes Vogel hatte jetzt durch die Zwischenfrage aus der Linksfraktion doch deutlich mehr Redezeit als anfangs 3 Minuten veranschlagt. Wolfgang Strengmann-Kuhn spricht jetzt für die Grünen. Er ist für die Fraktionssprecher für Arbeitsmarktpolitik. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben in den letzten beiden Sitzungswochen Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld gemeinsam beschlossen. Wir haben ein Sozialschutzpaket gemeinsam beschlossen und das waren gute und wichtige Schritte, um schnell helfen zu können. Wir sind jetzt in einer Situation, wo wir aber auch nachbessern müssen. Das liegt ein Stück weit in der Natur der Sache, weil es damals schnell gehen musste. Und wir haben in dieser Woche, stellen wir Grünen, diverse Anträge an verschiedenen Tagesordnungspunkten, wo wir Nachbesserungen fordern. Da gibt es einen grünen Faden in den Anträgen. Es geht nämlich bei allen oder bei vielen Anträgen um die Sicherung des Existenzminimums oder eines Minimums. Und da haben die bisherigen Pakete noch Lücken und diese Lücken müssen dringend gestopft werden. Was uns da auch wichtig ist, ist, dass wir die Grundsicherung zumindest befristet erhöhen, dass wir sagen, Kinder sollen einen höheren Regelsatz von 60 Euro kriegen und Erwachsene einen um 100 Euro höheren Regelsatz kriegen. Weil jetzt in der Zeit haben sie besonders starke Probleme und deswegen brauchen wir jetzt eine Anhebung der Grundsicherung. Gleichzeitig wollen wir aber auch dafür sorgen, durch einzelne Maßnahmen, dass bestimmte Gruppen eben nicht in diese Grundsicherung reinrutschen. Und da kann ich dem Kollegen Johannes Vogel nur zustimmen, was die Selbstständigen angeht. Wir haben dazu gleich 2 Anträge. Einen werden wir gleich noch beraten zu Künstlerinnen und Künstlern morgen zum Thema Selbstständigen mit der gleichen Forderung, nämlich genau die Hilfspakete bei den Selbstständigen entsprechend zu verbessern, dass auch der Lebensunterhalt damit gedeckt werden kann, damit die Selbstständigen nicht so auf das Jobcenter angewiesen sind. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Gerade eben haben wir über Eltern geredet in den Tagesordnungspunkt dafür. Und der dritte große Baustein ist die Kurzarbeit, von der Millionen Menschen betroffen sein werden, wahrscheinlich heute schon sind. Genaue Zahlen haben wir noch nicht genau, aber wir müssen auch da nachbessern. Und lieber Matthias Zimmer, die ordnungspolitischen Sachen sind durchaus richtig in normalen Zeiten. Wir sind aber nicht in normalen Zeiten und deswegen brauchen wir hier auch ungewöhnliche Lösungen. Normalerweise reicht das Kurzarbeitergeld, weil in der Regel die Menschen bei Kurzarbeitergeld nicht auf null Arbeit reduzieren, sondern ihre Arbeitszeit reduzieren und dann reichen 60 oder 67% bei den meisten Fällen auch. Das ist aber jetzt nicht so, sondern viele werden auf Kurzarbeit null gehen, die Arbeitszeit auf null reduzieren. Und da ist es wichtig, dass das Existenzminimum gedeckt wird, damit die Menschen nicht wegen Kurzarbeit auf Grundsicherung angewiesen sind. Und dazu muss es wichtig, dass das halt eine Anhebung auf 80% reicht für geringe Einkommen nicht aus. Da müssen wir höher auf mindestens 90%. Und dann könnte man sagen, so wie die Linken das machen, ja, dann erhöhen wir doch für alle auf 90%. Das ist eine Lösung, die überzeugt uns nicht aus 2 Gründen. Erstens nimmt das tatsächlich die Arbeitgeber ein Stück weit aus der Verantwortung, weil die aufgefordert sind, das Kurzarbeitergeld aufzustocken auf 80, 90 oder am besten sogar auf 100%, die es können. Und das Zweite ist,
wir müssen auch die Finanzen in den Blick behalten. Wir wissen nicht, wie lange die Krise dauert und was noch an Maßnahmen aus der Arbeitslosenversicherung notwendig ist. Und deswegen schlagen wir Grüne da eine zielgenaue Lösung vor. Dazu muss man wissen, dass schon mit mittlerem Einkommen bei Kurzarbeit null das Kurzarbeit so gerade eben über dem Grundsicherungsniveau ist. Das heißt, selbst Menschen mit mittlerem Einkommen brauchen eine Unterstützung, aber die brauchen nicht 90%, sondern da reicht es etwas mehr als heute. Aber unten, da brauchen wir ganz starke Unterstützung bis zu 90%. Und deswegen ist der Vorschlag, den wir Grünen machen, zielgenau, finanziell die Augen öffnend, nachhaltig und er ist gerecht. Und das ist das, wo die Bundesregierung noch mal genauer gucken sollte, ob das nicht eine Möglichkeit ist, in die Richtung zu gehen. Vielen Dank. Wolfgang Strengmann-Kuhn sagt, dass es noch keine genauen Zahlen gibt, wer alles von Kurzarbeitergeld betroffen ist. Nach Berechnungen der Hans-Böckler-Stiftung sind es rund 4 Millionen Beschäftigte. Jetzt Albert Weiler von der CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren vor den Bildschirmen, zuallererst möchte ich mich einmal bei den vielen Menschen bedanken, die das Rad in Deutschland am Rollen gehalten haben, die gerade in dieser harten Zeit Tag für Tag gearbeitet haben, damit wir auch ordentlich versorgt wurden. Sei es die Lkw-Fahrer, die Verkäuferinnen im Lebensmittelladen, die Dienstleister bis hin zu dem medizinischen Personal. Vielen Dank an Sie alle für Ihre geleistete Arbeit. In den letzten Wochen waren die Bundesregierung und auch das Parlament als Krisenmanager stark gefordert. Und ich denke, wir alle haben hierbei einen guten Job gemacht. Dazu gehörte auch, dass von fast allen Seiten einhellig die wichtigsten Maßnahmen im Rekordtempo beschlossen wurden. Maßnahmen zur Erleichterung des Zugangs zum Kurzarbeitergeld, Maßnahmen zur Soforthilfe für Unternehmen, insbesondere für die kleinen und mittleren Unternehmen, Maßnahmen zur Unterstützung der Soloselbstständigen und nicht zuletzt auch Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung. Außerdem wurden in dieser Zeit viele neue Vorschläge, wie wir diese Krise so gut wie möglich meistern können, aus der Bevölkerung von allen Seiten in die Gremien und Abgeordnetenbüros getragen, was sehr hilfreich war. Die wirklich praktikablen Vorschläge wiederum waren auch gleich mit einer soliden Finanzkalkulation versehen. Und das, meine Damen und Herren von den Linken und auch von den Grünen, vermisse ich bei Ihren Anträgen zutiefst. Aber lassen Sie uns die Konsequenzen Ihrer Anträge kurz gedanklich durchspielen. Sie fordern den erheblichen Ausbau des Kurzarbeitergeldes. Das müsste konsequenterweise auch eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes I nach sich ziehen, da wohl nur schwer zu vermitteln ist, warum jemand mit 60% des Nettogehalts durch ALG I auskommen soll und jemand, der Kurzarbeitergeld bezieht, eben nicht. Das bedeutet also mit einem Schlag eine Erhöhung der Haushaltsbelastung um ein Vielfaches und in der Folge auch um eine erhöhte Belastung der Beitragszahler. Wir haben durchgesetzt, dass die Beitragszahler eben entlastet werden, indem wir den Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung reduzieren. Durch Maßnahmen, deren Finanzierung eben nicht durchdacht sind, wie von Ihnen vorgeschlagen, müssten wir dies gerade wieder umkehren. Gerade in den Zeiten einer wieder anzukurbelnden Wirtschaft wäre das absolutes Gift, und das wollen und können wir eben nicht. Es ist schon erstaunlich, wie konsequent Sie den Leistungsgrundsatz ignorieren. Es darf auch der aus Steuermitteln finanzierte Regelbedarf der Sozialhilfe nicht zu einem höheren verfügbaren Einkommen führen als der Einsatz der eigenen Arbeitskraft bei Vollzeitarbeitstätigkeit. Arbeit, meine Damen und Herren, soll und muss sich lohnen. Wenn Lohnersatzleistungen fast genauso hoch sind wie ein normales Einkommen, gibt es keine Anreize, Situationen wie Arbeitslosigkeit zu verändern. Und auch das und wollen und dürfen wir nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns auch weiterhin einen ganzheitlichen Einsatz aller Akteure verfolgen. Die Kosten unserer Instrumente sind im Gegensatz zu Ihren Vorschlägen seriös kalkuliert.
Und viele Maßnahmen laufen bereits heute erfolgreich, wofür auch die Regierungsparteien sehr gelobt werden. Ich würde mir wünschen, dass Ihre Anträge in Zukunft konzeptionell mehr durchdacht und vor allem finanziell untersetzt sind. Dann können wir auch konstruktiv über Ihre Vorschläge diskutieren. Solange das aber nicht der Fall ist, müssen wir leider die Vorschläge ablehnen. Ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächster spricht der fraktionslose Abgeordnete Uwe Kamann. Uwe Kamann war bis vor einigen Monaten ja bei der AfD, ist dann ausgetreten und deswegen jetzt fraktionslos. Sie haben einen weiten Weg. Herr Präsident. Jetzt haben Sie das Wort. Meine Damen und Herren und Herr Vogel, ich habe das gerade richtig verstanden, dass die FDP Kurzarbeiter erster und zweiter Klasse akzeptiert. Kurzarbeiter, die in einem Großkonzern arbeiten, die auch, wo das Kurzarbeitergeld aufgestockt wird, die es gut geht oder besser geht. Und dann gibt es Kurzarbeiter, die in dem Mittelstand arbeiten, die bei kleinen Unternehmen arbeiten. Und diese sollen das halt nicht bekommen. Die sollen den ganz normalen Satz bekommen. Und das finden Sie absolut in Ordnung. Ich fasse es nicht. Sorry, ich fasse es nicht. Das sind genau diejenigen, die 40% weniger haben, wo am Ende des Monats oder am Ende des Geldes noch ganz viel Monat übrig sind. Genau diese Mitarbeiter, diese Kurzarbeiter brauchen mehr Geld in dem Sinne. Sie können sich das nicht leisten. Und Kurzarbeitergeld. Und Kurzarbeit als solches ist überhaupt nicht von heute auf gar nicht planbar. Das kommt von heute auf morgen. Also ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, dass Kurzarbeitergeld aufgestockt wird, und zwar in den ersten 6 Monaten sogar auf 100%, damit die Kurzarbeiter sich darauf vorbereiten können, dass sie ihre Kosten reduzieren können. Das geht nämlich nicht von heute auf morgen. Das können Sie, aber das können viele andere nicht. Zusätzlich ist, und das ist kaum angesprochen worden, die Abschaffung des Progressionsvorbehalts wichtig. Und zwar durch das Kurzarbeitergeld wird die Progression nach oben geschraubt, und damit werden wir eine mittelbare Versteuerung hinbekommen. Und das bedeutet im Endeffekt, dass das Kurzarbeitergeld nicht netto ist, sondern mittelbar noch zusätzlich versteuert wird. Und zusätzlich zu den Hunderttausenden, die jetzt Kurzarbeiter beziehen, haben ganz, ganz viele zusätzlich den Bedarf einer Steuererklärung abzugeben, obwohl sie es gar nicht wissen. Viele müssen es ja heute noch gar nicht. Und durch das Kurzarbeitergeld, durch den Progressionsvorbehalt, müssen diese Steuerpflichtigen zukünftig eine Steuererklärung abgeben. Und das können Sie sich vorstellen, wenn das viele Hunderttausend sind, was auf unsere Finanzämter zukommt. Und das sollten wir zumindest während der Corona-Krise soweit aussetzen. Das erspart bürokratischen Aufwand, und damit werden die wählenden Steuereinnahmen entsprechend kompensiert. Und wir belasten nicht diejenigen, die unter der Krise ohnehin massiv zu leiden haben. Den Rest des linken Antrags allerdings lehne ich entschieden ab. Ich kann mit meiner 2 Minuten Redezeit hier nicht ins Detail gehen, nur so viel. Hier zeigt sich wieder der ideologiegetriebene Ansatz. Die bösen Unternehmer wollen die Belegschaft und die Gesellschaft ausbeuten, und deshalb müssen sie noch enger an die Kandare genommen werden. Schade um den Antrag. Ich appelliere daher an die Regierungskoalition, über die Höhe des Kurzarbeitergeldes und den Progressionsvorbehalt nochmals eingehend zu beraten. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner für die Fraktion der SPD ist der Kollege Bernd Rützel. Bernd Rützel sitzt im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben noch nie einen solchen Schock auf dem Arbeitsmarkt gesehen seit dem Zweiten Weltkrieg, sagte Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, alle Bereiche unseres Lebens und alle Menschen auf der Welt sind von dieser Pandemie betroffen. Und trotzdem ist unser Arbeitsmarkt in Deutschland robust und stark und wird nicht ins Bodenlose fallen. Es liegt auch an unserem starken Sozialstaat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schauen wir in die USA. Dort haben in 4 Wochen 22 Millionen Menschen ihre Jobs verloren.
In Großbritannien hat sich die Zahl der Sozialleistungsempfänger versiebenfacht und in Österreich haben sie die größte Arbeitslosigkeit seit 1946. Hier in Deutschland bewahrt uns das Kurzarbeitergeld vor solchen Einbrüchen. 725.000 Betriebe haben Kurzarbeit angemeldet. Das bewahrt Millionen Arbeitnehmende vor Arbeitslosigkeit. Und die Bundesagentur für Arbeit, die macht einen riesen Job. Der Spiegel schreibt dazu, wenn es neben den Krankenhäusern eine Einrichtung gibt, die gerade nicht kollabieren darf, dann ist es die Bundesagentur für Arbeit. Und was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort in den Agenturen, aber auch in den Jobcentern leisten, ist enorm. Vielen Dank dafür. Der Bundestag hat schnell reagiert. Einstimmig haben wir am 13. März das Krisenkurzarbeitergeld hier im Eilverfahren beschlossen. Und wir müssen die Wirkung unserer Beschlüsse beobachten und auch nachsteuern, wo immer es notwendig ist. Und letzte Woche hat unser Bundesarbeitsminister Hubertus Heil eben verordnet, dass das Kurzarbeitergeld länger und ohne die sonst vorgeschriebenen Sperrzeiten ausgezahlt wird. Das hilft vielen Unternehmen, die schon 2019 in Kurzarbeit gehen mussten. Für Beschäftigten haben wir den Zuverdienstmöglichkeit erhöht. Und wir tun alles dafür, dass möglichst viele Betriebe gut durch die Krise kommen. Und diejenigen, deren Probleme länger anhalten, hilft unser Arbeit von Morgengesetz, das den Bezug von Kurzarbeitergeld auch bei Teilstörungen des Arbeitsmarktes ermöglicht und die Beschäftigten durch Qualifizierung auf die Arbeit von morgen vorbereitet. Ich appelliere an alle Arbeitgebenden, das Kurzarbeitergeld aufzustocken. Viele machen das. Es sind auch in jüngster Zeit neue Tarifverträge hinzugekommen. Dafür vielen Dank. Aber es gibt auch Menschen, die haben nicht die Möglichkeit, dass ihr Kurzarbeitergeld aufgestockt werden. Und die müssen auch ihre Mieten und ihre Rechnungen bezahlen. Und die haben schwer, über Monate hinweg. Und manchmal ist es fast unmöglich, von 60% des letzten Lohnes zu leben. Und da müssen wir helfen, da müssen wir schnell helfen. Mehr Geld in den Taschen der Beschäftigten bewahrt diese Menschen vor der Grundsicherung. Sie hilft den Kommunen, die sonst einen Teil der Unterkunftskosten bezahlen müssen, und unterstützt auch die Wirtschaft, weil dadurch die Nachfrage angekurbelt wird. Der Bund und die Länder, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben Milliardenpakete für die Wirtschaft auf den Weg gebracht. Und lasst uns nun die Menschen nicht vergessen, denen wir oft zujubeln und die wir Helden des Alltags nennen. Vielen Dank. Der Bundestag diskutiert über zwei Anträge, jeweils einen von der Linksfraktion und einen von der Grünen-Fraktion zum Kurzarbeitergeld. Und wir sind schon beim letzten Redner angekommen, Stefan Stracke von der CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Coronavirus hat unser Land fest im Griff. Es hinterlässt massive Bremsspuren im Gesundheitssystem, in der Gesellschaft und natürlich auch in der Wirtschaft. Und nach den letzten Zahlen der Bundesarbeitsagentur für Arbeit haben wir bereits 725.000 Betriebe, die Kurzarbeit angemeldet haben. Wie viele Kurzarbeiter sich hinter diesen Zahlen tatsächlich verbergen und wie hoch der Umfang der Kurzarbeit tatsächlich ist, das wissen wir noch nicht. Aber bereits heute dürfte feststehen, dass die Zahl der Kurzarbeiter deutlich über der Spitze von 1,4 Millionen während der Finanzkrise 2008 und 2009 liegen wird. Der Bezug von Kurzarbeit ist mit spürbaren Einkommenseinbußen für die Beschäftigten verbunden. Viele Arbeitgeber stocken auf, wo es wirtschaftlich geht, längst natürlich nicht alle. In vielen Bereichen ist dies auch über Tarifverträge organisiert, bei einigen schon im Übrigen vor der Krise. Da ist sicherlich noch mehr drin. Und die Menschen, deren Kurzarbeitergeld nicht durch betriebliche oder tarifvertragliche Regelung aufgestockt wird, die müssen sehen, wie sie über die Runden kommen. Deswegen habe ich viel Verständnis für die Anliegen, die Einkommenseinbußen während der Kurzarbeit abzumildern, vor allem dann, wenn ein kompletter Arbeitsausfall und niedrige Löhne gegeben sind.
Wir haben zwei zentrale gesetzliche Verbesserungen bereits eingeführt, von denen die Betroffenen profitieren können. Zum einen haben wir die Hinzuverdienstmöglichkeiten neben dem Kurzarbeitergeld erweitert, damit Lohnlücken auch abgefedert werden können. Danach können Kurzarbeiter bis zur Höhe ihres früheren Verdienstes dazu verdienen, wenn sie eine Beschäftigung in einem systemrelevanten Bereich aufnehmen. Und künftig bleibt ein Minijob neben Kurzarbeitergeld immer anrechnungsfrei. Im Übrigen braucht auch keine Angst haben vor Kündigungen. Auch hier wird der Mietzins, wenn der nicht bezahlt werden kann, gibt es keine Kündigungen. Es gibt Verbraucherstundungen, Notfallkinderzuschlag und vieles mehr. Und zum anderen haben wir deutlich einen erleichterten Zugang auf ergänzende Grundsicherung geschaffen, ohne Vermögensprüfung, ohne die Überprüfung von Wohnraum in diesen Bereichen. Und eins ist zentral, eine pauschale Anhebung der Kurzarbeitergeldes führt zur Folgefrage, warum nicht auch das Arbeitslosengeld entsprechend angehoben wird. Menschen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben und auf Arbeitslosengeld angewiesen sind, finanziell schlechter zu stellen wie Menschen, die in Kurzarbeit sind, ist sicherlich kaum begründbar. Kurzarbeit ist ein Beschäftigungssicherungsinstrument. Es soll Arbeitsplätze erhalten und völlig überzogene Forderungen, wie sie jetzt wieder auf dem Tisch liegen von Seiten der Linken, beschädigen diese Beschäftigungssicherung und führen letztendlich auch zu mehr Arbeitslosigkeit. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir zu Verbesserungen kommen, gerade in niedrigen Einkommen. Der Koalitionsausschuss tagt dazu und ich hoffe, dass wir hier zu vernünftigen Lösungen kommen, die Maß und mit die Waren, eine Balance, die auch nicht überlastet. In diesem Sinne herzliches Dankeschön. Das war also die erste Debatte zu Anträgen von der Linksfraktion und der Grünen Fraktion zum Kurzarbeitergeld. Die beiden Anträge werden jetzt an die entsprechenden Ausschüsse überwiesen.